Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zur Industrie Forward Expo. Der erste Tag. Wir starten heute mit dem neuen mit der Herbstedition des Digitalfestivals und ich freue mich schon sehr auf unsere Auftaktrunde, die wir heute am Vormittag machen, nämlich den CEO-Dialog zum Thema: Wie meistert der deutsche Mittelstand das Krisenjahr 2022? Und wir steigen auch gleich ein. Ich darf vorstellen, wir haben eingeladen einmal die Melanie Lauer. Die ist CEO von Kettler bei Driesport AG. Guten Morgen, Melanie. Guten Tag, Kilian. Hallo, Peter. Genau. Und du wirfst mir den Ball schon zu. Und den Peter Gerstmann, der ist CEO bei Zeppelin. Hallo, guten Morgen, Peter. Ja, guten Morgen, Melanie. Guten Morgen, Kilian. Freue mich. So, jetzt starten wir aber. Ich blicke im Augenblick, wie, glaube ich, wir alle, jeden Morgen gespannt in die Nachrichtenticker. Uns treibt um eine Situation, von der wir uns, glaube ich, niemals hätten träumen lassen, dass sie uns in 2022 begegnet. Wir sind durch 2 Jahre Corona gegangen und dachten, die Welt hat einmal den Atem angehalten und ist glücklich, wenn wir aus der Situation irgendwo rauskommen. Jetzt haben wir festgestellt, 2 Jahre später, es gibt noch viel schlimmere Dinge, die uns noch mehr den Atem anhalten lassen und die uns auch noch viel mehr in unserem täglichen Tun beeinflussen, als es ohnehin schon der Fall war. Melanie, die erste Frage an dich: Macht es in der aktuellen Situation eigentlich Spaß, CEO eines Unternehmens zu sein? Also es ist bestimmt eine große Herausforderung, weil in ruhigen Zeiten ein Unternehmen zu führen natürlich deutlich einfacher ist. Aber auch diese spannenden Zeiten machen extrem viel Spaß. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit einem Videospiel. Ja? Man kommt in das nächste Level und wartet auf das nächste Monster in der Höhle. Aber grundsätzlich, ja, die Herausforderungen sind da. Aber als agiles Unternehmen haben wir trotzdem auch im Team eine gute Stimmung und eine Riesenfreude. Peter, es lässt sich ja wirklich nicht wegdiskutieren, dass wir uns jetzt in einer neuen Phase weltwirtschaftlich befinden. Nennen wir sie Deglobalisierung, nennen wir sie Spaltung, nennen wir sie Blockbildung, von der wir ja tatsächlich dachten, diese Phase ist längst überwunden. Das Mantra war für uns: Globalisierung schafft Frieden, wirtschaftliche Vernetzung schafft Frieden. Ihr seid ein Weltunternehmen, ihr seid weltweit organisiert. Als Verbund von Caterpillar und Zeppelin, und ihr verantwortet ja hier den gesamten europäischen Bereich, inklusive auch in deinem Verantwortungsbereich hier die östlichen Länder. Hättest du dir jemals träumen lassen, dass auf uns zukommen kann, was jetzt gerade passiert? Ich glaube, die Augen durfte man davon nie verschließen, weil wir wussten natürlich, dass es immer, ja, so eine Grundsatzdiskussion gibt zwischen Autokraten und auf der anderen Seite Demokraten und dieses latente Diskutieren, welches System wird überlebensfähig sein in der Zukunft, das war natürlich immer vorhanden. Aber natürlich nie in dieser Aggressivität, wie wir es jetzt erleben. Und dass da wirklich ein aggressiver Angriffskrieg mal raus entstehen könnte, war mir eigentlich nicht so allgegenwärtig. Ich meine, wir sind verantwortlich auch für Russland und die Ukraine, sind also mitten im Auge des Sturms, so muss man das sagen. Wir beschäftigen dort mehr als 2000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und plötzlich sind die einen Feinde und die anderen nicht und wir müssen darauf reagieren. Wir müssen auch diese persönlichen Schicksale, einerseits Betroffenheit vom Krieg, auf der anderen Seite das Thema wirklich der Abgrenzung und der Sanktionen gegen dieses Land, damit müssen wir umgehen. Und das belastet schon schwer. Also wenn Melanie sagt, naja, diese Herausforderungen machen Spaß, ich muss sagen, also der Spaßfaktor ist bei uns im Moment sehr, sehr eingeschränkt, weil es doch sehr in das Persönliche geht, in die Beziehungen geht, die dort zerstört werden, zu Kunden, zu Mitarbeitern, zu Diskussionen, die weit über den normalen Rahmen einer politischen Diskussion herausgehen. Hier geht es um Positionierung. Hier geht es auch um Anfeindung. Also wenn wir sehen, dass wir uns sukzessive aus dem russischen Markt zurückziehen, aber nicht auf den großen Big Bang, was wir gar nicht können. Wir sind Partner von Caterpillar und solange die in diesem Markt agieren, müssen wir auch unseren Vertrag erfüllen. Dann passieren schon richtige Anfeindungen von journalistischer Seite, von gesellschaftlicher Seite, wo man auch Antworten zu finden muss, aber auch in der eigenen Mannschaft. Da wird die Frage gestellt von den ukrainischen Kollegen: Warum seid ihr noch in Russland? Das sind doch Aggressoren, das sind doch Feinde, das dürft ihr doch gar nicht machen. Und sie müssen dann in Town Halls plötzlich mit 400 Mitarbeitern eine Antwort dazu haben. Und die Fragen, die da gestellt werden, die waren jetzt
gerade mal ganz harmlos formuliert, die werden ganz anders gefragt. Da wird von Blut an den Händen gesprochen, da wird von moralischer Verpflichtung gesprochen. Das ist ein extrem schwieriges Feld, auf dem wir uns gerade bewegen. Und ich muss sagen, ich habe in meiner Zeit als CEO jetzt dann tatsächlich 4 Krisen hinter mich gebracht. Ich habe mit der Finanzkrise angefangen, das war so meine erste Aufgabe. Und das ist die größte Herausforderung, die ich bisher hatte. Also das geht schon an die Substanz. Ja, das ist natürlich bei dir, Peter, noch was anderes. Wir haben das Glück in dem Fall sogar, dass wir in russischem Markt auch nicht unterwegs sind. Also wir mussten uns nie dieser Konfrontation stellen. Und wir sind natürlich auch noch ein deutlich kleineres Unternehmen, das es gewohnt ist, agil zu arbeiten. Und die Stimmung bei uns natürlich gut. Es gibt auch Situationen, da müssen wir Entscheidungen treffen, die sind nicht so schön. Und wir haben natürlich auch extrem mit dieser Supply Chain Geschichte zu kämpfen. Ja. Die stellt uns vor Herausforderungen, aber wir haben Freude am Lösungsfinden. Ja. Ich kann das gut nachvollziehen, weil wir hatten ja gerade über Corona gesprochen, da hatten wir halt diese Situation. Ne? Ja. Die Bauindustrie hat sich einmal geschüttelt und dann ging es weiter. Wir haben gesagt, das ist eine Herausforderung, die haben wir toll gemeistert. In Wirklichkeit gab es gar nichts zu meistern. Wir haben wirklich auf die Situation reagiert. Wir waren darauf vorbereitet und haben gesagt, okay, das können wir meistern. Das sieht jetzt tatsächlich anders aus. Der 24. Februar, 6 Uhr klingelte bei mir das Telefon, die Welt war eine andere. Absolut, ja. Also im privaten Kontext gebe ich dir absolut recht. Die Welt ist bei uns vom Firmenkontext auch eine andere und das ist natürlich eine tragische Situation. Ihr seid ja ein Unternehmen, was in China produzieren lässt und habt quasi Verbindungen sozusagen transnationaler Art eben jetzt auch in den östlichen Raum. Ja. Wie blickt ihr denn auf das Thema Diskussionen in China, Stichwort natürlich China-Taiwan-Annexion etc., jetzt auch als Folge natürlich dessen, was wir in Russland gerade sehen. Das ist ja dann etwas, was auch euch natürlich schon massiv und wahrscheinlich alle deutschen Unternehmen sowieso betreffen würde und wird. Wie blickt ihr denn auf diese Situation? Also wir beschäftigen uns natürlich mit dem Thema, was passiert, wenn auch Sanktionen nach China kommen oder über China gehalten werden. Wir beschäftigen uns damit, in Europa eine Sourcing-Strategie aufzubauen, die von Assembling bis Produktion reicht. Wir schauen auch, was können wir in anderen Ländern machen, können wir in andere asiatische Länder auslagern. Das ist natürlich bei einem Produktionsprozess nicht von heute auf morgen geschehen, sondern wir haben Kurzfrist-Szenarios gebaut, die auch mit einer Art Konsilager zu tun haben. Und das geht dann wirklich bis zu einer langfristigen Lösung, einen großen Teil der Produktion dann in Zentral- oder auch Osteuropa aufzubauen. Aber das sind Themen, mit denen wir uns ernsthaft beschäftigen, weil wenn dort in irgendeiner Art und Weise Lieferstopp ist, und da war Corona mit einer Chipknappheit, mit einer Containerknappheit auch schon, ich denke, ein kleiner Vorgeschmack nur, und da hatten wir alle zu kämpfen, dann ist das natürlich absolut existenzbedrohend. Aber da sind wir schon voll drin und nicht erst seit 1 oder 2 Monaten, da sind wir seit Anfang des Jahres schon voll drin. Wie ist denn eure Einschätzung, Peter, vielleicht nochmal an dich auch, wird sich diese Deglobalisierung weiter fortsetzen oder hast du die Hoffnung und vielleicht auch den Glauben, dass doch der ein oder andere Staatenlenker in diesen, etwas kritisch von uns im Augenblick beäugten Staaten vielleicht zurückkehrt zu der Einschätzung, dass es doch sinnvoller ist, sich in der weltwirtschaftlichen Vernetzung sozusagen weiterhin zu bewegen? Das wäre für unsere Weltengemeinschaft eine Katastrophe, wenn wir tatsächlich wieder in Blöcke denken würden, wenn wir die Grenzen wieder schließen würden, wenn wir dieses internationale Miteinander trotz aller Unterschiede plötzlich aufgeben würden. Also für mich wäre das eine menschliche Katastrophe. Das ist ja etwas, was unsere Generation geprägt hat, die den eisernen Vorhang hat fallen sehen und davon dann profitiert hat. Freie Grenzen, die auch die Fähigkeit entwickelt hat, einfach mal die Brille des anderen aufzusetzen und zu verstehen, was sind andere Kulturen, was sind andere Staatsformen, wie funktioniert das, auch die Grenzen aufzuzeigen und kritisch zu diskutieren und das auch zuzulassen. Auch das war ja eine Zeit lang, wir reden von Perestroika plötzlich, ne? Und plötzlich wurden die Stalinzeit offen diskutiert in Russland. Es gab ein freies Entfalten. Ich habe das erlebt in St. Petersburg, in Moskau, Diskussionen mit jungen Russen, die eine
weite Bildung hatten von dem, was dort in der Welt passierte, was mich sehr, sehr überrascht hat, weil ich werde, hatte es ja ganz anders. Das gleiche auch mit jungen Chinesen und Chinesinnen. Und das ist etwas, wenn uns das plötzlich als Weltengemeinschaft verloren ging, das wäre eine Katastrophe. Auf der anderen Seite ist die Frage, was wird jetzt passieren? Wir treiben uns natürlich in so eine gewisse Blockbildung rein. Und ich glaube, dass zumindest zu meiner aktiven Zeit als CEO werden wir nicht mehr erleben, dass wir zu dem vorherigen Zustand zurückkehren werden. Das bedauere ich sehr. Mhm. Melanie, du bist auch Mutter. Was fühlst du für deine Kinder jetzt in dieser Rolle sozusagen auf der einen Seite ein Unternehmen zu führen, auf der anderen Seite Mutter von Kindern, die jetzt in eine Welt reinwachsen, wie wir sie gerade sehen? Ja, das ist ja nicht nur in der Mutterrolle, sondern auch in der Rolle als Mensch, auch mit der sozialen Verantwortung, nicht nur für die eigene Familie. Ich persönlich bin sehr betroffen von dem Umstand, der da draußen passiert. Ich fahre jeden Montag beispielsweise mit dem Zug in die Schweiz und es ist wirklich schmerzlich zu sehen, was da am Hauptbahnhof München in der Früh los ist. Also ich sehe da kleine Kinder und Decken, die dort die Nacht verbracht haben, das gleich neben dem Caritas-Standpunkt. Ich sehe arme Menschen, ja, die Krise auch mit Corona getroffen hat, die dort um Almosen betteln, um Nahrung betteln. Und ich finde es tragisch, was da draußen passiert. Und natürlich auch verknüpfte Angst mit droht uns vielleicht ein Nuklearschlag. Ja? Aber auch nicht nur das, sondern es ist ja auch die Umweltkatastrophen, die sich gegenseitig jagen. Oder die Konsequenz, die man als Unternehmer daraus zieht. Wie arbeite ich in Zukunft? Also, wo produziere ich in Zukunft nicht nur in Bezug auf die Ukraine-Krise, sondern auch das ganze Thema Nachhaltigkeit? Wenn wir es heute noch sozial verantworten, in unsere Geräte 70% Plastik zu verbauen, wollen wir das? Und wenn es ist recyceltes Plastik? Also auch diese Themen bewegen uns, auch abseits des Krieges, generell das Thema soziale Verantwortung. Und ich denke, da haben wir alle noch ein gutes Stück zu tun. Wir haben eingangs, bevor die Session eröffnet wurde, nochmal über Develey gesprochen. Ich finde das ganz beeindruckend, wie nachhaltig eine Firma Develey produziert. Und auch wir wollen immer mehr als Unternehmen in diese Richtung kommen. Verwendung von nachhaltigen Rohstoffen, nachhaltige Produktion, aber auch einer sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Das nicht nur gegenüber unseren Mitarbeitern und eigenen Familien. Ich glaube, das ist wichtig. Generell. Jetzt hast du mir den Boden bereitet, schon ein bisschen nochmal das Thema zu schwenken von dem ganzen politischen Szenario um uns rum, eben in Richtung der großen Thematik Klimawandel und wie wir die Industrie umstellen. Auch da vielleicht mal ein kurzer Blick. Peter, wo stehen wir da gerade? Wo steht ein Unternehmen wie Zeppelin? Ich meine, ihr baut oder in dem Fall verleiht schweres Baggergerät, meistens ausgestattet mit großen, mächtigen Dieselmotoren. Wo steht die Industrie da? Was ist für euch da gerade der Weg? Aber wie siehst du auch den Weg vielleicht auch für die, lass es uns ruhig mal sagen, auch für die deutsche Industrie, auch ein Stück weit vielleicht wegbereitend für andere Länder? Auf welchem Weg sind wir und wie sieht die Roadmap aus? Ja, also es ist eine schöne Frage, die anknüpfend ist an unsere Globalisierungsdiskussion. Also zunächst einmal bin ich davon 100% überzeugt, und wir sehen das ja gerade, welchen Rückschlag dieser Konflikt für die Klimapolitik nun bedeutet. Ohne Globalisierung wird es keine Dekarbonisierung geben. Es wird keine Nachhaltigkeitspolitik geben. Alleine wir in Deutschland oder in Europa oder auch mit Amerika werden das nicht vollbringen können, sondern wir werden eine weltweite Einigung brauchen, damit wir das hinbekommen. Die weltgrößten CO2-Produzenten sind unter anderem Deutschland, aber auch viele andere Länder, die sich dann dieser Verpflichtung vielleicht entziehen würden, um auch wirtschaftlich ihre Nachhaltigkeit zu sichern. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Das ist die Herausforderung. Wenn du uns natürlich ansprichst als den großen Dieselproduzenten, einer meiner Shareholder, weiß nicht, die Zuhörer wissen, wir sind eine Stiftung, gehören der Stadt Friedrichshafen und dort haben wir einen Gemeinderat und der ist im Moment doch stark grün dominiert. Der hat uns mal vorgeworfen, unsere Maschinen reißen die Erdkruste auf. Das ist sicherlich so. Aber man muss natürlich sehen, dass wir nur mit dem Thema einer infrastrukturellen Erneuerung letztendlich auch die Klimaziele erreichen können. 60% unserer deutschen Infrastruktur ist nicht dekarbonisierungsfähig.
Das muss man so sehen. Das sind Gebäude aus den 50er Jahren oder früher 60er Jahren, 70er Jahren bis in die 80er Jahre hinein, die weder von ihrer Klimatauglichkeit noch von ihrer vom energetischen Betrieb überhaupt in der Lage sind, das hinzukriegen. Wir müssen uns also im Klaren sein, wir brauchen eine infrastrukturelle Erneuerung. Auch das Thema, da kommen wir ja nachher nochmal zu, Digitalisierung benötigt eine infrastrukturelle Erneuerung. Da ist noch ganz viel zu tun. Und dazu braucht man nun mal Baumaschinen. Also das ist ein Thema, wo wir sagen immer so, wir erneuern, wir verbessern die Welt mit unseren Maschinen. Das ist der Anspruch, den wir haben. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir als Händler eines Herstellers dieser Maschinen nicht darauf drängen, diese Maschinen auch klimaneutraler zu gestalten mit alternativen Antrieben, ob das nun synthetische Kraftstoffe sind, die heute schon im Einsatz sind, bis hin zu leistungsfähigeren Maschinen, die also sehr viel weniger CO2 verbrauchen, bis hin zu verstromten Maschinen und in alternativen Antrieben gedachte Maschinen. Also das findet natürlich auch statt, aber das ist natürlich ein zweiter Aspekt. Der erste Aspekt ist, dass wir diese infrastrukturelle Erneuerung dort unterstützen. Als eigenes Unternehmen wollten wir, und wir müssen einfach sehen, das ist einfach mit dem Krieg jetzt zu den Akten gelegt, 2030 im Eigenbetrieb klimaneutral sein. Ne? Aber da wir heute allein die Baustoffe gar nicht bekommen, um diese Klimaneutralität in unserer Infrastruktur herzustellen, sind wir da schon vor riesig großen Herausforderungen. Auf den Punkt gebracht, als Stiftungsunternehmen sind wir der Nachhaltigkeit verpflichtet, haben das auch in unsere Ziele gesetzt und verfolgen das auch. Aber meine Überzeugung vom Anfang nochmal unterstrichen, ohne Globalisierung keine Dekarbonisierung und damit auch keine nachhaltige Klimapolitik für die gesamte Welt. Und das ist sicherlich die Herausforderung, vor der wir stehen. Also ich denke auch, das Schlüsselwort oder das Zauberwort ist immer ein Mix von vielen Dingen und Flexibilitätserhaltung, also auch sowohl in der Supply Chain und generell in der Unternehmensstrategie. Da bin ich mir auch sicher. Ich glaube, nur eine Europaproduktion jetzt einzuführen, wäre sicherlich nicht zielführend. Nur eine Asienproduktion zu haben, aber auch nicht. Also es gilt immer, diesen goldenen Mittelweg zu finden. Und wenn man den Trend verfolgt, dann sieht man auch, dass gerade die großen Unternehmen alle danach streben. Oder das Zauberwort ESG, das jetzt in aller Munde ist, das wahrscheinlich vor Corona noch keiner so richtig kannte, das jetzt aber überall rauf und runter diskutiert wird, hat zu Recht seine Präsenz gewonnen. Und sehr schön, dass es von den Großen zu den Kleinen gerade geht. Und mit Kleinen meine ich uns jetzt auch als kleines mittelständisches Unternehmen. Es gibt ja da unterschiedliche Treiber eigentlich, die sich in den letzten Jahren aufgebaut haben. Du hast gerade ESG angesprochen. Also das heißt, die ganze Finanzindustrie ist mittlerweile, ich würde mal sagen, schon auf einem sehr weiten Weg und treibt sozusagen die produzierende und gewerbliche Industrie vor sich her, weil sie eben einfach überall dort, wo Unternehmen gelistet sind, sagt, Mensch, wir investieren unser Kapital nur noch oder zumindest in großen Teilen nur noch dort, wo eben die entsprechenden Richtlinien eingehalten werden. Ein anderer Treiber ist ja die Taxonomie von der EU, die relativ starke Ziele markiert. Das ist natürlich wieder ein regionales sozusagen Engagement, zwar ein großes natürlich für den gesamten europäischen Raum, für die EU, aber natürlich regional. Und das Dritte ist letztlich, ich sage jetzt mal zumindest in unserer Welt, hier in unserer kleinen Welt in Mitteleuropa, ein Stück weit, glaube ich, mittlerweile auch ein gesellschaftliches Phänomen. Ne? Also die Gesellschaft wandelt sich, die Gesellschaft möchte, eine jüngere Generation hat für sich klare Ziele formuliert. Wir müssen auch als Unternehmen darauf Antworten geben. Wie erlebt ihr das bei euch, Melanie? Kommen Menschen zu euch, weil sie sagen, ich finde gut, wenn ihr ein Stück weit die Welt verbessert? Ja, also wir sind ja ein Unternehmen, das sich vor allen Dingen mit dem Thema Gesundheit beschäftigt. Und das, denke ich, ist ein Thema, das irgendwie bei allen unseren Mitarbeitern am Herzen liegt. Aber zum anderen auch, wie wir als Unternehmen strukturiert sind. Also das ist bei uns bestimmt ausschlaggebend. Da komme ich wieder zu meinem Lieblingswort, Flexibilität. Das hat jetzt weniger mit ESG zu tun, aber es ist unser generelles Unternehmenssetup. Also in jedem Bereich steht das als Überschrift oben drüber, ob das die Supply Chain ist, ob das das Marketing ist, ob das der Vertrieb ist oder eben, wie wir heute als Unternehmen arbeiten, mit Remote, nicht Remote und was auch immer. Das ist bestimmt der Grund, dass die Leute gerne bei uns sind. Peter, wie ist es bei euch? Ist das ein Thema? Ja, das ist, also ich bin da jetzt ein bisschen hin und her gerissen.
Dann, wir müssen tatsächlich sehen, also wenn ich bei uns ins Unternehmen hineinschaue, und jetzt schaue ich mal wirklich auf die Zoomer-Generation, ne? Also über die reden wir ja, denn die Etablierten in den Unternehmen, die haben so ihre ganz eigene Agenda, und das sieht man ja auch im Wahlverhalten. Also brauche ich ja nicht zu sagen, dass es da durchaus ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen gibt. Aber es ist ja die jüngere Generation, die jetzt wirklich dargestellt wird, das sind diese Klimaschützer, und sie haben klare Ziele, und sie kommen nur zum Unternehmen, wenn es moralisch integer ist und so weiter. Da ist sicherlich was dran, aber wir müssen uns auch klar machen, wenn wir in die Welt gucken, dass es da schon große Unterschiede gibt. Ja, und wir sind halt ein weltweites Unternehmen, das spielt nicht nur Deutschland eine Rolle, aber selbst in Deutschland sehe ich hier einen Riesenunterschied, ob ich nun mit unseren Auszubildenden und Auszubildenden im Bereich Industriemechaniker, Baumaschinenmechaniker rede, oder ob ich mit unseren jungen Studenten rede, die dort ganz anderen Einblick haben und ganz andere Diskussionsfähigkeit. Ich muss wirklich sagen, die jungen Auszubildenden, die wir haben, die haben schon noch andere Darstellungen. Die wollen natürlich auch letztendlich ja, ihr Leben gestalten. Die wollen Geld verdienen. Die haben nicht vollgründig, jetzt werde ich aber hier Verzicht üben, weil wir ja einen veganen Tag einlegen müssen oder sowas. Also die Agenda ist da wirklich unterschiedlich. Ein bisschen von dem Thema, wie da die intellektuelle Bindung ist, vielleicht auch wie die Ausbildung ist. Also hier gibt es Unterschiede bei den Mitarbeitern. Und wenn wir jetzt zu den so jungen Leuten, Russland klammere ich jetzt mal aus, aber in China gehen oder in den USA oder in Brasilien, dann haben die eine ganz andere Agenda. Unsere brasilianischen jungen Leute sagen natürlich auch, naja, der Regenwald ist für uns wichtig, aber trotzdem haben ein Großteil von denen Bolsonaro gewählt. Und da muss man sich mal fragen, warum ist das so? Also was ich damit sagen will, ich glaube, es ist nicht schwarz-weiß. Also heute ist mal so, oh, wir müssen Employer Branding machen und müssen die Zoomer ansprechen, und die brauchen alle Home Office und die wollen alle Work-Life-Balance haben. Das ist sicherlich richtig, aber für einen bestimmten Teil dieser jungen Menschen. Die anderen haben eine ganz andere Agenda. Und unsere Verpflichtung als Unternehmensverantwortliche ist, letztendlich allen einen vernünftigen, auch einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten. Wir haben ja das Thema dieser Jobhopper, die jungen Leute, die machen ein soziales Jahr und dann kommen sie mal 2 Jahre, orientieren sich, dann gehen sie woanders hin. Ja, das sind die, die es sich ausbildungsmäßig leisten können. Die meisten, die bei uns eine Ausbildung machen, sind so ausgelegt, dass sie wie ihre Eltern, die bei uns die Ausbildung gemacht haben, die nächsten 30 Jahre vielleicht bei uns einen sicheren Arbeitsplatz haben wollen. Und das darf man nicht einfach ausklammern. Und das ist teilweise in der gesellschaftlichen Diskussion tatsächlich so und erschreckt mich immer wieder. Ich meine, jetzt haben wir natürlich hier zwei sehr unterschiedliche Unternehmen. Das ist ja auch schön. Das heißt, wir haben einmal eben mit euch, Melanie, ein Unternehmen in der Gesundheitsindustrie, das auch einen sehr flexiblen eben Gesamtansatz hat. Und das geht, glaube ich, bei euch so gar nicht, Peter. Also diese Form von Flexibilität. Aber trotzdem vielleicht mal die Frage eben, auch im Zuge jetzt eben gerade dieser demografischen Verschiebungen, die wir ja haben, passen denn unsere Führungsmodelle noch und unsere Organisationsmodelle? Melanie, du sagst schon, okay, bei uns ist wirklich das oberste Mantra quasi Flexibilität. Kannst du auch gerne gleich nochmal vielleicht drauf eingehen, aber ich würde das gerne mal durchaus auch sagt man, diskutieren, eben im Blickwinkel auch dann mal Peter die Frage stellen, sozusagen, stimmen unsere heutigen Organisationsmodelle eigentlich noch für das, was wir brauchen? Ja, klar, man muss da bestimmt die Unternehmen unterscheiden. Also bei uns, wir sind ein kleines Unternehmen, wir haben knapp über 40 Mitarbeiter, da ist es nochmal natürlich ein anderer Ansatz. Unsere Produktion ist ausgelagert, die ist nicht im Haus, unser Produktentwicklungsteam ist ausgelagert, da haben wir also auch nichts in-house. Von daher sind wir sehr schlank aufgestellt. Was wir aber von Anfang an gemacht haben, war ein Diversitätsaspekt. Und das nicht nur, weil es ein schönes Buzzword ist, sondern wirklich daran glauben. Also wir haben bewusst die Strukturen so aufgebaut, dass wir jetzt aktuell über 40% Frauenanteil haben. Das war uns wichtig, auch in den Führungspositionen. Da sind wir fast pari bei 50-50. Wir haben komplett unterschiedliche Altersklassen. Also der jüngste Mitarbeiter ist knapp über 20, der älteste ist Mitte 70. Das geht bei uns komplett durch die Bank. Wir haben verschiedene Nationalitäten, wir haben People of Color, wir haben verschiedene Religionen. Also bei uns ist wirklich, wir sind ein komplett
durchgemischter Haufen. Und genau das ist es, was uns auch geholfen hat, in den letzten 2,5 Jahren vor allen Dingen schnell zu wachsen, weil wir ganz schnell überall verschiedene Blickwinkel reinbekommen konnten und verschiedene Ansichten. Das ist natürlich in einem gewachsenen Unternehmen wie Zeppelin, wo auch die durchschnittliche Haltedauer der Mitarbeiter, du hast es vorhin gesagt, Peter, eher bei 30 Jahren liegt und bei uns als junges Unternehmen eher einstellig ist, auch nochmal eine andere Geschichte, weil wenn man einen festen Stamm hat, bekommt man da schlecht Frischluft rein, wenn sich da nichts tut, aber der Bedarf an Mitarbeitern nicht wächst. Habt ihr denn die Leute tatsächlich auch hier alle in Deutschland rekrutiert oder seid ihr eine internationale Organisation? Wir haben Leute in den USA auch rekrutiert. Wir haben jemanden sitzen in Spanien. Wir haben jetzt einen, der zieht jetzt nach Montenegro. Also wir arbeiten komplett remote. Wir haben ein Büro in Hüneberg am Zuger See. Da bin ich übrigens auch gerade. Da bin ich zweimal die Woche vor Ort. Wir haben auch Mitarbeiter, die fest hier sind. Zum Beispiel Buchhaltung, die haben ihre festen Tage, weil die noch ihre Handordner brauchen und so weiter. Und ein Teil vom Vertriebsinnendienst, der sich abwechselt. Aber wir sind eigentlich nie mehr als so 5, 6 Leute im Büro, weil die meisten wechseln. Ich hatte auch einen Mitarbeiter, der hat vor kurzem gesagt, er würde wahnsinnig gerne nach Spanien ziehen, ob was dagegen spricht. Und er war eigentlich jemand von dieser Core-Crew, die immer in Hüneberg ist. Und der ist jetzt nach Spanien gezogen und es funktioniert super. Aber das muss man auch sagen, es ist natürlich bereichsabhängig. Wenn ich jemanden im Werk habe, der dort schafft, als in einer operativ arbeitenden Funktion, der einfach was am Gerät schrauben muss, dann kann ich dem schlecht Remote Work anbieten. Also das funktioniert natürlich nicht, ja. Aber das funktioniert mit digitalisierbaren Berufssparten. Ja. Und wir sind einfach sehr klassisch digital aufgestellt. Ja. Peter, ich glaube, einen Bagger rein digital steuern ist schwierig, oder? Ja, überhaupt nicht. Das gibt's schon. Also das wäre jetzt tatsächlich nicht das Thema. Aber vielleicht nochmal auf die Melanie einzugehen. Tatsächlich, wir sind ein anderes Unternehmen. Wir sind natürlich viel breiter aufgestellt, aber es ist tatsächlich so, dass wir ja Start-up-Unternehmen haben, Corporate Startups in Berlin, die wahrscheinlich genauso aufgestellt sind, Melanie, wie ihr. Ne? Und wir haben auf der anderen Seite halt die Vertriebs- und Serviceorganisation für Caterpillar Baumaschinen, die sehr traditionell aufgestellt sind, wobei trotzdem, du sprachst über Führungsmodelle, mit einer sehr, sehr hohen Eigenverantwortung. Das ist unser Geschäftsmodell, ist Vertrieb und Service. Das heißt, unsere Servicetechniker, Technikerinnen fahren raus und machen ihre Arbeit beim Kunden und die können nicht einfach sagen, jetzt ist aber die Arbeit zu Ende, jetzt fahre ich wieder nach Hause. Die können übrigens auch nicht Homeoffice machen, das schließt sich da aus. Ja. Aber auch unsere Vermietorganisation ist so aufgestellt, dass wir kleine Mietstationen haben mit Teams von 4 bis 5 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die autark arbeiten müssen. Also das Thema dieser traditionellen Strukturen, die wir im Unternehmen haben, die waren bei uns noch nie da. Und wir sind natürlich auch ein internationales Unternehmen, die auch international durchmischt sind. Auch das findet tatsächlich statt. Unter anderem haben wir mittlerweile 5, 6, 7 Mitarbeiter aus Russland, die nicht mehr in Russland arbeiten wollten, die jetzt in unserer anderen Organisation waren. Übrigens fast 40, 50 Mitarbeiter aus der Ukraine, die in unserer Organisation arbeiten, außerhalb der Ukraine. Also das passiert sehr automatisch in diesem internationalen Umfeld. Und natürlich haben wir auch diese Idee zu sagen, ja, wir wollen Diversität fördern. Also gerade meine Kollegin, die Alexandra Mevus, ist ja unsere HR-Managerin, die legt da sehr viel Wert drauf. Aber wir haben auch unsere Probleme. Wir sind ein sehr technisches Unternehmen. Wir brauchen in erster Linie Mechaniker und Mechanikerinnen. Wir brauchen Ingenieure und Ingenieurinnen. Und jetzt das Innen hinten wird, fällt uns schwer. Wenn wir im Bereich Maschinenbau schauen, da haben wir halt nur 6, 7, 8% Frauenanteil. Wenn wir Frauen suchen für den Bereich der Baumaschinenmechaniker, dann haben wir halt nur 2% Bewerbungen auf 100 Bewerbungen. Da kann ich keinen Frauenanteil von 40% rausmachen. Das geht schlichtweg. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, die wir haben, auch wenn der gute Wille da ist. Aber wir sind durchmischte Teams. Das Thema Führung, wie wir es vielleicht vor 20 Jahren hoffähig gemacht haben, funktionierte bei uns noch nie. Da bin ich auch froh drüber. Und wie gesagt, wir haben eine ganz breite Palette. Also wir haben die Baumaschinen, wir verkaufen Antriebstechnik, wir vermieten, lösen auf den Baustellen. Also der ein oder andere kennt uns auch von Baustellen-Equipment, wenn er mal die deutschen Autobahnen fährt. Aber wir bauen auch große Anlagen international, also haben eine große Organisation in China, haben eine große in Brasilien,
in den USA. Also wir sind da sehr durchmischt und uns auf den Punkt zu bringen, Führungsmodelle, die wir klassischerweise kennen, haben bei uns noch nie funktioniert. Es war schon immer anders dort. Was glaubst du denn, wie ist es denn ursächlich? Warum schaffen wir es in Deutschland als Industrieland und auch Technologie- und Innovationsland eigentlich nicht, junge Frauen für diese Technik und innovativen Berufe zu motivieren oder auch zu interessieren? Ja, also ich glaube, dass das Thema wird ja gerne auch auf die Unternehmen abgewälzt im Sinne, ihr müsst dort mehr Flexibilität. Wir haben alle flexiblen Systeme. Ich hatte eine junge Frau in Führungsposition in Teilzeit. Das war überhaupt kein Problem für mich, bis sie mir nach dem zweiten Kind erklärte, mein Mann und ich, wir haben uns entschieden, dass ich doch zu Hause bleibe und von zu Hause arbeite, mich halb selbstständig mache. Und das ist genau der Punkt. Der Punkt ist, dass wir gesellschaftlich einen Rahmen schaffen müssen, der es den Paaren, die treffen nämlich immer noch die Entscheidung, der es den Paaren, die ermöglicht, eine Entscheidung zu treffen für eine gemeinsame Karriere, weil der Staat es so gut organisiert hat, dass tatsächlich Kinderbetreuung kein Kopfschmerzthema mehr ist. Und das haben wir noch nicht geschafft. Wenn wir Diskussionen heute haben, die Kita-Krise, ja, hallo, wenn junge Frauen nicht die Möglichkeit haben, die Kinder wirklich unterzubringen und wir glauben, das Paar wird die Entscheidung treffen, der Mann übernimmt das, damit die Frau die Karriere hat, da sind wir noch nicht so weit. Und wir hatten das schon mal, das muss man wirklich ganz böse sagen, in dem östlichen Teil Deutschlands war das schon mal gut organisiert. Und ich hatte mal einen Tag organisiert, wo wir die Frauen des Konzerns zusammengebracht haben. Und da wurden zwei Karrieren vorgestellt. Unter Tränen die kaufmännische Leiterin aus Hannover, die erklärte, wie sie 1970 für ihren Arbeitsvertrag mit Zeppelin die Unterschrift ihres Ehemannes brauchte. Und eine Ingenieurin aus der ehemaligen DDR, die in Freital unsere Niederlassung leitet, die erklärte, wie sie mit 21 ihr zweites Kind bekam und ihr Ingenieurstudium zu Ende bringen konnte. Und das haben wir nicht geschafft. Gesellschaftlich gibt es immer noch ein Bundesland, die auf die Herdprämie zählen. Und das ist einfach falsch und hier muss was getan werden. Und für alles haben wir Geld, für alles haben wir Geld. Aber für das Thema Bildung und für das Thema Organisation von Karrieren für Frauen und der Familien, dafür haben wir kein Geld. Und das ist wirklich ein Skandal. Melanie, du bist ja Mutter, ich habe es vorhin schon angesprochen, bist aber gleichzeitig in der Führungsposition. Wie machst du es? Ja, wir haben uns natürlich als Paar auch gut abgestimmt und das gleichberechtigt aufgeteilt. Wir übernehmen beide die Verantwortung für unsere Kinder. Wir haben aber auch meine Mutter, die in der Nähe wohnt, die auch einspringt, ja, wenn irgendwas ist. Und das ist auch notwendig. Und wir haben natürlich auch ein gutes Betreuungskonzept. Das ist natürlich auch nicht jedem eröffnet. Das ist auch ein soziales Privileg und dessen sind wir uns bewusst. Ich denke, wenn es um das Thema geht, Gleichberechtigung oder auch wer passt auf die Kinder auf. Ich habe schon viele Jobinterviews in meinem Leben geführt und interessanterweise gab es erst ein Unternehmen, das nicht gefragt hat, wie organisieren Sie das dann mit den Kindern? Und das ist die Triesport AG. Ja. Okay. Und mit dem Grund, warum ich mich sofort dazu entschieden habe. Das liegt aber auch am Setup in der Schweiz. Hier ist eine Betreuung nach dem zweiten Lebensmonat des Kindes völlig normal, ja. Das ist ähnlich wie in den Niederlanden oder Frankreich. Ja. Deutschland ist da wirklich ein exotisches Land mit 2 Jahren Mutterschaft und dann waren wir doch mal so weit, dass der Vater auch mal in Elternzeit geht. Aber ich glaube, wir sind noch ganz, solange wir eine Frau fragen, wie machst du das mit deinen 2 Kindern? Die Frage hast du ja auch gerade nicht Peter gestellt, sondern mir gestellt, ja. Sieht man, wie gesellschaftlich dieses Thema noch verwurzelt ist, dass es die Rolle einer Frau ist. Und ich denke daran, und da gebe ich dir recht, Peter, muss das kulturelle Denken sich erstmal verändern. Ich habe heute auf LinkedIn einen Post gesehen von der Gründerin von Beyond Agenda, eine ganz tolle Frau, die extrem viel tut für Gleichberechtigung. Und die hat in dem Post geschrieben, es dauert noch 123 Jahre in Deutschland, bis wir Gleichberechtigung erreicht haben. Laut einer statistischen Hochrechnung. Und das ist natürlich erschreckend. Das heißt, auch wenn der Wille von Unternehmen da ist, die Gesellschaft muss sich erstmal drehen. Ne? Da sind die skandinavischen Länder uns zum Beispiel auch schon stark voraus.
Die haben natürlich in ihrem, gerade Frankreich, Niederlande, du hast es angesprochen, in ihrer, sag ich mal, langjährigen sozusagen beruflichen Prägung auch das Wissen, dass das Unternehmen nicht monatelang Stellen frei hält, sondern dass eine junge Mutter nach spätestens 2 Monaten wieder in dem Job zurück sein muss. Das ist ja auch ein Stück weit ein härterer Anspruch an diejenige Person und die uns, sag ich mal, hier in Deutschland innewohnende Freiheit, wir wollen eben viel Zeit auch mit unseren jungen Kindern verbringen, lässt sich so ja nicht realisieren. Jetzt erleben wir gerade sozusagen, dass diese Systeme aber ein besseres Betreuungssystem haben als wir und eben besser auf dieses Thema Gleichberechtigung einzahlen. Gleichzeitig sozusagen haben wir hier in Deutschland eben diesen Anspruch, familiären Anspruch, wir wollen unsere Kinder möglichst lange betreuen. Das ist ja eine Dilemma-Position, ne? Also ich werf den Punkt nochmal in die Runde. Vielleicht erst Peter und dann Melanie. Wie seht ihr das? Was muss da die richtige Zielrichtung sein, auch politisch gesehen? Also das Thema kann nur die Lösung sein, dass wir eine Infrastruktur schaffen, dass den Paaren die Möglichkeit gibt, wirklich gemeinsam die Kinder betreut zu wissen und sich dann aus dieser gestärkten Position um das Thema, wie verbringe ich die Zeit mit meinen Kindern, kümmern zu können und nicht umgekehrt. Also solange man das wirklich sagt, okay, das müssen die Unternehmen lösen, das müssen die Paare lösen, wird es nicht funktionieren. Und ich sage nur ein ganz einfaches Beispiel. Was einfach Tatsache ist in unserer Gesellschaft und auch nicht diskutiert wird. Schauen wir uns an, zwei für Frauen sehr attraktive Studiengänge, Medizin und Jura. Ja, dort haben wir mittlerweile bis zu 70% Frauen. Das kann man sagen, die Frauen machen einfach die besseren Abiture und schaffen deshalb auch den Numerus Clausus da. Das ist wahrscheinlich auch so und das ist auch okay. Jetzt haben wir 70%, jetzt gehen diese Absolventen auch noch ins zweite Staatsexamen, beziehungsweise ins Physikum und machen auch noch die besseren Abschlüsse. Das heißt also, sie sind auch noch die besseren, also die Frauen sind auch noch die besseren Absolventinnen. So, und diese 70% werden dann aber nachher nicht abgebildet in den Partnern der großen Kanzleien und nicht abgebildet als Chefärzte in den großen Krankenhäusern. Woran liegt denn das? Woran liegt denn das? Ja, dass wir die Infrastruktur, diese Karrieren weiter zu unterstützen, nicht zur Verfügung stellen. Und das ist einfach das Dilemma. Und da müssen wir ran. Und letztendlich dieses Thema auf die moralische Ebene zu heben und zu sagen, naja, du willst ja mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen, deshalb musst du das selber regeln, das ist zu kurz gesprungen. Ich glaube, dass das schafft dieser Mikrokosmos Ehepaar oder Paar, was dort zusammenlebt, die können das dann selber regeln. Aber sie müssen die Infrastruktur haben, dass sie diese Entscheidung auch treffen können und nicht entscheiden müssen zwischen Karriere und Kindern. Das ist nämlich das Dilemma. Nehme ich das weg, dann können sie immer noch selber entscheiden und dann ist es auch ihre Entscheidung. Aber im Moment erzwinge ich eine Entscheidung auf Kosten, letztendlich auf Kosten der Frau. Das muss man 100% Richtig. Richtig, aber dieser flexible Rahmen muss halt geschaffen werden. Deswegen sage ich auch bewusst, wir haben für Eltern, nicht nur für die Frauen, auch für die Männer, diesen flexiblen Rahmen hier geschaffen. Und der endet nicht darin, dass die Elternzeit vorbei ist, sondern wir geben auch die Möglichkeit, dass man, wenn man eine Situation hat, in den Kernarbeitszeiten arbeitet und dann arbeitet man halt länger hinaus oder fängt früher an. Oder wir haben auch die Möglichkeit, dass wir im Winter, da ist unsere Hauptsaison, dass man da mehr arbeitet und dafür einfach nur noch Teilzeit im Sommer, also eine Überstundenabtragung dann im Sommer. Aber trotzdem kontinuierlich das gleiche Gehalt bekommt. Wir bieten auch die Möglichkeit für Sabbaticals. Ich habe eine Kollegin, die ist jetzt mal 3 Monate nach Neuseeland gegangen. Der andere Kollege geht im Sommer jetzt 2 Monate nach Italien, um Italienisch zu lernen. Das hilft uns ja auch als Unternehmen, ja, weil die Sprachkompetenz und die kulturelle Kompetenz ausgebaut wird. Also es ist ein Angebot für Eltern oder für Menschen in unseren Unternehmen allgemein. Und ich denke, das ist dann auch der Schlüssel. Also wir kennen es ja selber aus unserer Elternschaft, wenn die Kita zu ist, ist halt schwierig und die Oma gerade nicht um die Ecke ist. Da muss man halt vielleicht den Call mal auf 11 oder 10 verschieben. Dafür arbeitet man dann halt länger, wenn die Kinder wieder im Bett sind. Und die Flexibilität, die haben wir. Nicht in allen Bereichen, muss man auch sagen. Vertriebsinnendienst hat halt nochmal andere Kernzeiten als vielleicht eine Produktentwicklung, die dann sowieso abends mit USA telefonieren müssen. Aber wir bieten die auf jeden Fall definitiv soweit es geht. Und ich denke, das ist auch ein Schritt zur Gleichberechtigung, weil es dann auch für den Vater
oder für beide Eltern in der Elternrolle möglich ist, dieser gerecht zu werden und nicht immer nur die Frau. Und dann ist natürlich Gehalt noch so ein Ding. Ja? Solange der Vater der klassische Versorger ist, wird der natürlich, wir haben es in Corona gesehen, er ist halt, du, ich bin jetzt der Hauptversorger, du bist ja eh nur Teilzeit, pass mal du auf die Kids auf. Und da hat uns Corona ordentlich zurückgeworfen und das sollte uns eine Lehre sein, umso wichtiger, dass wir das ändern. Und wir zum Beispiel arbeiten mit Gehaltsbändern. Bei uns verdienen die Leute in den entsprechenden Positionen gleich viel und da ist es völlig egal, ob das Mann oder Frau ist. Ich will das Thema ein bisschen... Vielleicht darf ich noch mal ganz kurz, also damit nicht der falsche Eindruck entsteht, Melanie, das gesamte Portfolio bieten wir auch. Das ist nicht so, ne? Also ich glaube dir sofort. Ich konnte ja nur jetzt von meinem Unternehmen sprechen, aber ja, also ich habe sehr modernen Menschen kennengelernt. Also lass uns vielleicht... Ja, nur die Botschaft sehen. Ich glaube, dass die Unternehmen, die immer wieder im Fokus stehen dieser Entscheidung, dass die ihre Hausaufgaben gemacht haben. Sonst sind sie nicht mehr attraktiv für die Unternehmen. Ne? Und ich sprach ja gerade von der Führungskraft in Teilzeit und dann auch noch flexibel. Das ist für uns selbstverständlich geworden. Aber es löst das Problem nicht auf Dauer. Das war eigentlich mein Appell. Ne? Wir sind, glaube ich, an so einem Punkt, wenn man auch so nach vorne schaut, ich würde gerne den Blick ein bisschen nochmal nach vorne legen, auch wirklich in die nächsten Jahre rein, denn wir gestalten ja Unternehmertum nicht nur fürs Jetzt und Hier, auch wenn die Herausforderungen im Augenblick manchmal so sind, dass man froh ist, wenn man für morgen und den nächsten Monat die Lösungen gefunden hat, aber wir müssen ja auch den Blick nach vorne richten und ich würde gerne da nochmal einen kleinen Schwenk sozusagen in Richtung Zukunft mit euch gemeinsam werfen. Hat denn die aktuelle Situation, diese Gemengelage, wir haben es ja in dem Vorgespräch auch angesprochen, diese großen 4Ds, die Globalisierung im Augenblick, Digitalisierung, Dekarbonisierung und auch der demografische Wandel, über den wir jetzt gerade indirekt ein bisschen mitgesprochen haben, natürlich eben in der Lösungsansatzfindung. Hat das eigentlich einen Impact jetzt auf eure Strategien, wenn ihr jetzt mal nach vorne denkt und sagt, okay, üblicherweise haben wir einen Strategieprozess und der schaut auch ein paar Jahre nach vorne. Hat der jetzt sozusagen eine Veränderung erfahren durch die aktuelle Situation oder ist es eher so, dass ihr sagt, naja, die strategischen Ausblicke sind eigentlich gleich, wir müssen nur andere Lösungen finden, um unsere strategischen Ziele zu erreichen? Melanie. Also wir haben eine strategische Roadmap, die immer klassisch die nächsten 5 Jahre abdeckt, aber die agil ist. Also die ändern wir regelmäßig ab, weil sonst wäre das ja nicht wirklich zielführend. Was hat die aktuelle Situation jetzt verändert? Wir müssen natürlich noch viel mehr auf die Kostenbasis schauen, weil wir nicht wissen, was kommt. Es ist kein normales 22, es wird auch sicherlich kein normales 23, wo man mit den historischen Umsätzen planen kann und dann ein Wachstum drauflegt und dann macht man ungefähr, wie ist die Kostenseite und wie ist die Profitseite, sondern wir arbeiten mit sogenannten Freeze-Lists, also wir planen Ausgaben, setzen die aber auf eine Freeze-List, setzen uns ein Datum, bis wann wir die Entscheidung treffen, dass wir die Ausgabe freigeben oder nicht. Also das vor allen Dingen betrifft es jetzt große Investitionen, wie beispielsweise eine Umstellung vom ERP ist immer mit Kosten und auch mit Ressourcen verbunden oder große Branding- oder Marketing-Ausgaben. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir uns natürlich auch überlegt, wie können wir als Unternehmen auch unsere Personalseite flexibilisieren. Das heißt, wenn Umsatz nicht kommt, wie können wir das dann auch auf der Kostenbasis darstellen? Wir arbeiten von Anfang an auch stark mit outgesourcten Partnern. Ich habe es vorhin erwähnt, wir haben den ganzen Bereich Produktentwicklung, Produktkonstruktion, auch große Teile des Marketings komplett outgesourced. Und das hilft uns natürlich jetzt, weil wenn der Umsatz nicht kommt, fallen die Kosten nicht an. Was wir auch gemacht haben jetzt in der Situation, war nochmal ordentlich Ressourcen und natürlich auch Geld reinzupumpen in die Risikoverteilung der Produktionsstandorte. Das wäre immer etwas gewesen, wo wir uns gewidmet haben, aber jetzt nochmal mit voller Power, um das Risiko nochmal zu entzerren. Also da hat bestimmt ein Schwerpunktwechsel stattgefunden. Wir haben auch unser Angebot für die Kunden, also wenn wir jetzt über die Absatzseite nachdenken, verändert. Wir bieten ab nächster Woche nicht nur Finanzierung an, die haben wir schon länger, sondern auch Mietmodelle für unsere Kunden an, zumindest in Deutschland jetzt mal als ersten Test, weil wir gesehen haben, dass bei unseren Produkten, die für Heimsport relativ hochpreisig sind,
Laufbahn 2.000, 3.000 Euro, das überlegt man sich dann schon. Ist vielleicht gerade die Liquidität bei dem Kunden nicht gegeben und dann ist es leichter, das für 60, 70, 80 Euro im Monat erstmal zu mieten und dann zu schauen, brauche ich es wirklich. Mhm. Also da passen wir uns an. Mhm. Wir haben auch Brandingkosten stark eingeschränkt für nächstes Jahr, also unabhängig von der sogenannten Freeze-List, die wir haben, weil wir sagen, ist es uns wichtiger, nochmal die Unternehmensgrundlage, nämlich die Produktentwicklung zu fördern und die Digitalisierung zu fördern. Mhm. Und wir werden nächstes Jahr deswegen auch beim Branding erstmal aussetzen, mhm. bis wir sehen, dass sich eine Trendwandel abzeichnet, wovon ich aber nicht ausgehe. Mhm. Peter, wie ist es bei dir? Ihr seid ein bisschen in einem anderen Kontext natürlich unterwegs. Also ich muss sagen, grundsätzlich unsere strategische Idee, unsere Leitlinie, die hat sich überhaupt nicht geändert. Sie wird nur, sie kriegt neue Nuancen und sie kriegt neue Fokusse. Also das muss man so sehen. Also das Thema Digitalisierung, das Thema Nachhaltigkeit, ne, du hast gesagt dekarbonisieren, aber Nachhaltigkeit, ja. mit all diesen Ausprägungen als Stiftungsunternehmen, das Thema des demografischen Wandels, das ist ja nichts Neues. Das ist bei uns strategisch fest positioniert. Und an dem arbeiten wir auch an dem Thema. Was sicherlich eine andere Wertigkeit bekommt, ist das Thema Flexibilität. Also wie halten wir unser Unternehmen resilient in diesen schwierigen Zeiten? Das bekommt eine andere Wertigkeit. Jetzt sind wir ein Unternehmen, die eh sehr flexibel sind, weil als Händler kaufst du ein, dann hast du schon mal 80% deiner Kosten sind Einkaufskosten. Und wenn du nicht einkaufst, gibst du nichts aus. So einfach ist das. Also das ist dann schon mal relativ einfach zu reagieren. Wir haben übrigens nicht nur ein Handelsmodell, ne? Wir haben auch noch ein Mietmodell. Und aber in manchen Modellen ist es relativ einfach. Also unsere Organisation ist da sehr flexibel. Und diese Flexibilität gewinnt immer mehr an Bedeutung für die Krisen, denen wir ausgesetzt sind und den Veränderungen, den gesellschaftlichen Veränderungen. Also das Thema Dekarbonisierung bedeutet gesellschaftliche Veränderung. Das Thema dieser internationalen Konflikte, die wir haben, bedeutet Veränderung. Und darauf müssen wir reagieren. Das haben wir strategisch sehr gut im Griff und daran arbeiten wir auch. Was sicherlich ein Thema ist, was uns weiter alle beschäftigt, weil es auch in die Geschäftsmodelle eingreift, ist das Thema Digitalisierung. Na, hier geht es ja einmal um die Digitalisierung des eigenen Unternehmens, was die Prozesse angeht, aber es geht auch um die Lösungen unserer Kunden. Und letztendlich machen wir unsere Kunden ja erfolgreicher mit guten Digitalisierungskonzepten, die unsere Hardware letztendlich dann effizient machen. Du hast von dem Bagger gesprochen, der digital zu betreiben ist. Ich sage mal ein einfaches Beispiel, eine digitale Vernetzung einer Baustelle, die dazu führt, dass wir statt fünf Ladevorgängen auf einen LKW nur vier mit einem Bagger betreiben, spart Energie, schafft Effizienz und ist digital heute möglich, weil diese beiden Geräte, nämlich der Bagger und der LKW miteinander kommunizieren. Das Ganze nennt man IoT. Ne? Also das ist heute tatsächlich intelligente Netze, die dann all diese Ziele, die ich gerade genannt habe, Flexibilität, Dekarbonisieren, all das bedienen und damit unseren Kunden erfolgreicher machen und damit zum Geschäftsmodell werden. Und der Bagger ist auf einmal ein digitales Geschäftsmodell. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, an der wir permanent arbeiten müssen, die übrigens dann richtig Spaß macht. Ne? Wir könnten also noch ein eigenes Panel drüber machen. Lass uns nochmal einmal ganz kurz, wir kommen ja schon so ein bisschen in Richtung Ende, vielleicht nochmal so einen ganz kurzen Blick auf euren ja, persönlichen Ausblick auch auf 2023 werfen. Melanie, du hast es in Teilen schon angesprochen, aber ich sage nochmal ganz konkret, Stichwort Energiekrise. Wir haben jetzt einen Winter vor uns. Wir wissen, dass die Politik große Anstrengungen unternommen hat, die wegfallenden Gasimporte aus Russland irgendwo zu ersetzen. Aber wir alle sind, glaube ich, nicht so richtig im Bilde, was da auf uns zukommt in den nächsten Monaten. Jeder ist persönlich, aber auch natürlich beruflich gespannt, ob es irgendwann tatsächlich Stromausfälle geben wird in Deutschland, einem Land, wo man das nie für möglich gehalten hätte. Aber jetzt will ich gar nicht so in die Einzelthematik rein, sondern tatsächlich, wie bereitet ihr euch denn, mit welchem Blick bereitet ihr euch auf 2023 vor, unternehmerisch? Was ist eure Einschätzung? Was für ein Jahr wird das? Und wie könnt ihr jetzt sozusagen, ja, auch eure Mannschaft motivieren, zu sagen, komm, wir packen das gemeinsam. Ja, also wir sind uns dessen bewusst, dass 2023 hart wird. Wir sehen aber auch Licht am Ende des Tunnels und hoffen, dass die Situation sich beruhigt, dass wir 2024 wieder ein Jahr haben, in dem wir in eine Performance von 2019 reinwachsen. Also die Pandemiejahre jetzt mal ausgeklammert. Das waren ja auch totale Sondereffekte, keine normale Welt, mit der man planen kann. Davon gehen wir aktuell aus und darauf richten wir uns aus. Wir wissen
alle auch im Unternehmen, dass das eine anstrengende Zeit wird, eine herausfordernde Zeit, aber auch einen, der wir nicht nur als Unternehmer, als MitarbeiterInnen, sondern auch als Menschen wachsen können. Und wir versuchen, die Stimmung im Unternehmen gut zu halten, indem wir verschiedene Side-Events mal machen. Wir finden extrem viele Einzelgespräche mit den Leuten und nehmen uns da die Zeit, halten die auch auf dem Laufenden, nicht nur was das eigene Unternehmen betrifft, sondern auch die Weltwirtschaft. Beispielsweise machen wir einmal im Monat ein Newsletter für die Mitarbeiter und da wird so ein bisschen beschrieben, wie hat sich die Situation im Bereich Inflation gedreht, wie sind die Preise am Industrierohstoffmarkt, dass sie so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, auch die Jüngeren, die vielleicht nicht regelmäßig die Zeitung lesen, was da draußen eigentlich passiert, sodass sie sich abgeholt fühlen. Und ich denke, darum geht es, sich informiert und abgeholt zu fühlen. Und dann kann man auch die Motivation im Team hochhalten und die ist bei uns gut. Peter, wie ist es in einem größeren Unternehmen wie deinem? Also da gibt es natürlich vielfältige Facetten. Die gute Nachricht ist erstmal, wir sind Deutschlands größter flexible Energieanlagen und Heizanlagenvermieter generell. Also da können wir aus unserem eigenen Fundus schöpfen, aber auch was zur Verfügung stellen. Also das ist tatsächlich unser Geschäft. Damit haben wir natürlich auch schon kokettiert im Sinne von, wie stellen wir unsere eigene Energie sicher. Aber natürlich haben wir auch einen Energieausfallplan tatsächlich erarbeitet. Den auch unsere Mitarbeiter kennen, den kommunizieren wir auch. Das hat damit zu tun, dass wir dann tatsächlich unsere Gasvorräte, unsere gekoppelten Energieversorger, also Wärmekopplungsanlagen in unseren Fabriken, dass wir das Ganze auf Vordermann gebracht haben. Wir haben teilweise auch noch Öl, das haben wir natürlich aufgefüllt. Also wir haben uns hier ordentlich vorbereitet. Nichtsdestotrotz ist es ja nicht die Frage, wie unser Unternehmen getroffen ist. Wir sind kein großes Produktionsunternehmen. Insofern ist das viel, viel einfacher. Ich kann ein bisschen die Heizung runterdrehen. Ich kann die Leute tatsächlich ins Homeoffice schicken. Also wir haben da keine Furcht, dass unser Unternehmen von einem Energieausfall direkt betroffen sein wird. Was uns mehr Sorgen macht, ist natürlich, wie wird sich das Kundenverhalten verändern, wenn sie massiv unter Druck geraten durch diese Energiekrise, der wir einfach nun ausgesetzt sind. Und wie wird sich letztendlich dann das Nachfrageverhalten verändern? Und wie wird sich das auf unser Geschäft auswirken? Und das ist das, was die Melanie auch gesagt hat. 23 wird kein einfaches Jahr werden. Ich glaube, dass 22 das Jahr war, wo wir die Folterwerkzeuge gezeigt bekommen haben. Aber das Jahr 23 werden wir den Preis zahlen müssen. Ne? Denn mal ehrlich, im Moment hat noch gar keiner eine hohe Energierechnung bekommen. Ja, die kommen nächstes Jahr. Im Moment kriegen wir die Abschlagszahlungen erhöht, aber die Rechnung kriegen wir präsentiert nächstes Jahr. Oder die Konsequenz eines Blackouts oder einer Energieknappheit werden wir im nächsten Jahr bekommen. Im Moment bereiten wir uns darauf vor und haben schon ganz große Panik. Na, und warum gehen die Gaspreise auch so hoch? Nur mal so nebenbei, weil Deutschland die größte Gasnachfrage ihrer Geschichte gestartet hat, um ihre Gasspeicher zu füllen. Ne? Wir wundern uns gerade, dass der Gaspreis, wo es doch jetzt ernst wird, gerade sogar ein bisschen fällt. Ja, weil Herr Habeck mittlerweile seine Gasspeicher mit 85% gefüllt hat und die Nachfrage zurückfährt. Das sind halt Themen, wo wir wirklich nächstes Jahr erst die Konsequenzen erleben werden. Und das wird ein schwieriges Jahr für die deutsche Wirtschaft werden. Ich kann da ein Auch Beispiel für nennen, was wir schon dieses Jahr gesehen haben. Wir tracken natürlich den Traffic und wir tracken Suchwortanfragen auch auf anderen Plattformen. Und wir hatten einen schönen Beginn im September. Die Fitnesssaison beginnt normalerweise im September, wenn es ein bisschen kühler wird und steigert sich dann über die Wintermonate. Und die ersten 2 Wochen waren super und dann wurden die neuen Preislisten von den Energie- und Stromversorgern verschickt und Gasversorgern. Und wir konnten fast bis auf den Tag sagen, in welcher Region welche Briefe ankamen, weil man komplett den Drop gesehen hat von der Conversion und vom Traffic. Was wir aber auch gesehen haben, was auch ein Stück weit Hoffnung gibt, ist, dass sich das dann relativ schnell wieder auf ein ertragbares Maß gehoben hat. Also der psychologische Effekt der Gewöhnung ist dann wieder eingetreten. Die Nachricht wurde aufgenommen, sie wurde verarbeitet und dann auch wieder in eine andere Ecke geschoben, bis eben 23 dann wirklich die Rechnungen kommen und es nochmal richtig knallt. Auch ein schönes Beispiel. Im August hatte Amazon Suchanfragen 700 von Fitnessgeräten
August ist völlig out of season, im September waren es 300. Und nochmal, wir können, wenn wir die Headlines der Bild beispielsweise über unsere Webshop-Traffic-Zahlen legen, können wir genau sagen, okay, jetzt ist der Nutzer psychologisch eingeschränkt oder er hat Angst oder er hat zumindest eine gewisse Skepsis. Also wenn da steht, das wird der härteste Winter aller Zeiten, wir werden alle frieren und wir werden alle arm und haben alle nichts mehr zu essen, weil die Inflation irgendwie auf 20% steigt, dann sehen wir das sofort im Konsumverhalten unserer Kunden. Und das Ja, ist klar. schon also sehr, sehr spannend. Ja, weil ihr natürlich ein unmittelbares Konsumprodukt habt und direkt Genau. vom Verbraucher auch sozusagen abhängig seid. Das ist jetzt bei den Industrieunternehmen einen Tick anders. Die sind dann nachgelagert, aber das ist sicherlich der Grund, warum wir immer so stark auf den Binnenkonsum schauen, weil der letztlich die Wirtschaft natürlich ein Stück weit trägt und alle anderen Nachfragen nach sich zieht. Wir sind eigentlich jetzt schon am Ende unserer Zeit angekommen und haben jetzt einen relativ breiten Streifzug gemacht. Trotzdem, glaube ich, spiegelt das relativ gut diese Gesamtgemengelage wider, in der wir uns gerade befinden. Das sind eben nicht singuläre Themen, in denen wir im Augenblick unsere Unternehmen lenken und führen, sondern es ist eben ein sehr breites Spektrum. Ich würde gerne mit einer Abschlussfrage an euch beide schließen. Und die ist wirklich so pragmatisch wie kurz und auch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Und zwar, wenn ihr einen Wunsch für 2023 frei hättet, ja, was wäre der? So, Ladies first vielleicht nochmal. Relativ einfach, Frieden. Peter. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also ich glaube, Frieden ist das, was wir brauchen. Vielleicht auch, dass wir wieder in Diplomatie einsteigen können und dann, um Frieden zu erreichen. Ja. Ich danke euch beiden ganz herzlich, Melanie, Peter, dass ihr heute Morgen euch die Zeit genommen habt. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam einmal kurz eine Bestandsaufnahme machen konnten und ich glaube auch sehr gut rausarbeiten konnten, worüber machen sich wirklich die Lenker von Unternehmen aktuell Gedanken. Ich denke, auch ihr und Sie, liebe Zuschauer, habt gesehen, wir alle sind wirklich dabei, uns A vorzubereiten. Peter hat es sehr schön auch nochmal gerade gezeigt und B uns wirklich um die großen Themenkomplexe intensive Gedanken zu machen. Die sind miteinander im Augenblick verschränkt, die gehen ineinander, die lassen sich auch nicht voneinander losgelöst, leider eben seriell nacheinander lösen, sondern wir müssen jetzt mit dieser Gesamtaufgabenstellung klarkommen. Das ist für alle, die in diesem Prozess beteiligt sind, glaube ich, eine gewaltige Aufgabe. Wir haben ein bisschen Zuversicht auch gespürt in den Gesprächen. Wir sind an manchen Teilen, glaube ich, tatsächlich manchmal vielleicht pessimistischer, als es erforderlich ist. Wir haben auch eine sehr gute Aufstellung in den Unternehmen und sind auch schon sehr weit in die Zukunft gerichtet. Aber es gibt natürlich, das haben wir auch gesehen, noch eine ganze Menge an Baustellen, eine ganze Menge nachzuarbeiten. Das ist auch eine Gemengelage, die irgendwo zwischen dem unternehmerischen Tun, der Politik, gesellschaftlichen Tendenzen irgendwo hängt. Und wir sind da gemeinsam, glaube ich, aufgefordert, auch beizutragen, auch als Bürger eines Landes, das wir in die Zukunft führen wollen. Und ja, es ist eine gemeinsame Aufgabe. Ich wünsche uns allen viel Erfolg dabei. Ich sage nochmal ganz herzlich Danke, Melanie, an dich und an dich natürlich genauso, Peter, dass ihr heute Morgen dabei wart. Und ein herzliches Auf bald und alles Gute für uns für die jetzt sicherlich nicht ganz leichte Zeit, die vor uns liegt. Dankeschön. Vielen Dank.